Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Passt, man hört mich. Und willkommen bei uns am wunderschönen Attersee. Ich möchte eins kurz vorausschicken. Ich habe gesehen, ihr seid von der Wirtschaftskammer leider nicht mit Block und Stift ausgerüstet worden heute. Es wird nachher nur ein bisschen zum Mitarbeiten. Ihr habt wunderschöne Servietten, die haben wir Hinterseiten und Vorderseiten. Vielleicht können wir die verwenden. Oder jeder organisiert sich in der Zwischenzeit was zum Schreiben. Ja, ich möchte starten mit einem Zitat, das der ein oder andere vielleicht kennt, der in den sozialen Medien unterwegs ist. In ein paar Jahren sitzen überall in Österreich studierte Leute umeinander, die dann 3 Monate auf einen 70-jährigen Handwerker warten müssen. Das Zitat selber muss man mittlerweile schon wieder ein bisschen revidieren, weil das in ein paar Jahren, das stimmt eigentlich gar nicht mehr. Wir sind schon bei dem Zustand. Bei den Wartezeiten, die man auf Handwerker hat, sind wir auch schon bei den 3 Monaten. Das Einzige, was wir noch nicht haben, sind die 70-jährigen Handwerker und das bleibt hoffentlich auch so. Die traurige Realität bei vielen jungen Menschen und auch Erwachsenen ist, sie stehen knöcheltief und planlos im Wasser wegen einem Rohrbruch und haben keinen Plan, was da sollen. Wenn sie anrufen sollen, komplette Überforderung. Aber heute können wir lässig beim Latte Macchiato die binomischen Formen auf und ab beten. Mir blutet das Herz, wenn ich sehe, wie viele unbesetzte Stellen, dass wir im Handwerk haben. Und ich höre immer viele Unternehmer, die sagen, die Leute interessieren sich nicht mehr fürs Handwerk. Es ist out. Aber ich glaube, speziell Corona hat uns gezeigt, das Handwerk ist gar nicht out. Viele Leute haben den Drang nach außen gesucht, haben im Garten gearbeitet, haben daheim gearbeitet. Und darum glaube ich, es liegt da zum Teil an uns Unternehmen, dass wir aktiv werden. Weil was können wir da? Wir können uns jetzt ducken und totstellen. Oder wir packen an. '97, mein erstes selbstverdientes Geld. Damals als Lehrling, Metalltechnik, passt zum Thema. Von meinem ersten Geld, weiß ich noch genau, habe ich mir damals einen neuen Kasten gekauft. Beim Möbelhaus, Abverkauf. Ich glaube, es war der mit dem roten Sessel davor. Und allein so einen Schrank aufbauen ist immer ein bisschen ein Thema. Jetzt, wenn frage, für mich war neulingend, okay, ich frage meinen Opa. Tischler. Der hilft mir sicher. Opa, kannst du mir helfen, meinen neuen Kasten aufbauen? Sagt der, geh weiter. Wo hast du denn den wieder her? Sag ich, ja, Abverkauf, Möbelhaus, weißt du? Sagt der Bub, ich hab dich voll lieb. Aber so ein Klumpert greif ich nicht an. Jetzt musst du wissen, mein Opa hat eine irrsinnige Ehre und Leidenschaft fürs Handwerk gehabt. Das habe ich damals gar nicht so wahrgenommen. Das ist mir erst später klar geworden. Und natürlich ist er später auch noch gekommen mit meinen Kostenhöfen. Die Liebe zu seinem Enkel war natürlich wesentlich größer als seine Handwerkerehre. Und er war nicht nur der leidenschaftlichste Handwerker, den ich kenne. Er war auch richtig, richtig guter. Nach 60 Jahren als Tischler hat er immer noch alle 10 Finger gehabt. Bei mir waren beide Opas Handwerker, wie der Tischler. Es tut mir leid, die waren Tischler, keine Schlosser. Und der eine Jahrgang 1928, der andere 1943. Ich glaube, ich brauche euch nicht erzählen, wie denen in der Jugend ausgeschaut hat. Der eine, der ältere von den zwei, ist in seiner Jugend schon viel herumgekommen. Leider ein aktuelles Thema. War selber in Russland, länger als er sich selber vorgestellt hat. Und es ist nicht einem Zufall zum Verdanken, dass er wieder heimgekommen ist. Dann ist er heimgekommen, hat seine Familie als ältester Bub versorgen müssen, hat selber eine Familie gegründet und ein Haus gebaut. Als Kind habe ich mich dann immer gefragt, geh weiter, warum haben die so einen kleinen Keller? Da bist du runtergegangen, also ich damals noch nicht, aber da bist du runtergegangen, hast du so über die Stirn kämpfen müssen und dann war nicht ein Viertel oder was vom Haus unterkellert. Weil die damals mit den Händen den Keller ausgekommen haben. Das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen. Heute kommt der Bagger, in 1,5 Tagen ist die Geschichte ratzfatz erledigt. Ich kenne noch aus ihren Erzählungen, sie haben sich damals mit ihren Geschwistern, beide aus einer kinderreichen Familie, oft Woche für Woche die Wurst und das Brot teilen müssen. Und da sieht man, das bringt mich zu meiner nächsten Folie, jawohl, da sieht man, mit was die Leute damals, warum die Arbeit so einen Stellenwert gehabt hat. Die waren in dieser Bedürfnispyramide ganz unten angesiedelt, da ist ums nackere Überleben gegangen. Die haben schauen müssen, dass sie eine Familie versorgen, dass sie was zum Essen haben, dass sie was zum Trinken haben, dass sie ein Dach über dem Kopf haben.
und haben aber auch damit mit einer Aufbauarbeit das Fundament geschaffen für die nächsten Generationen. Wenn man dann ein paar Jahrgänge weiterspringt, in die 50er, 60er, 70er Jahre Geborenen, dann ist das Bedürfnis schon wieder ganz anders geworden. Die waren schon ein bisschen besser angesichert dort, keiner mehr die Angst haben müssen, dass er verhungern muss. Da ist dann schon eher so in Richtung soziale Anbindung gegangen. Und die Generation war dann die erste, die wirklich geschaut hat, oder da sind viele Häuser gebaut worden und da ist nur einmal so dieser Grundstein des heutigen Wohlstands gelegt worden. Und das bringt mich eben auch zu heute. Wir leben heute in einer Wohlstandsgesellschaft, die wir ja so noch nie gehabt haben. Wenn wir heute was wollen, und da rede ich noch gar nicht davon, ob wir es wirklich brauchen oder nicht, ich rede nur davon, wenn wir es wollen. Was tun wir? Handy raus, Amazon auf, bestellen uns das Zeug, zwei Tage später liegt es vor der Haustür. Wir brauchen eigentlich nicht recht viel darüber nachdenken, wie es uns geht. Und das sehen wir einfach auch an die Bedürfnisse am Arbeitsmarkt wieder. Das heißt, das ist der Grund, warum in den letzten Jahren ja das Thema nach dem Warum, nach dem Sinn unserer Tätigkeit, nach dem Zweck von unserer Arbeit und von unserem Unternehmen so massiv an Bedeutung gewonnen hat. Und auf das müssen wir uns am Arbeitsmarkt einstellen. Weil wer die Fragen nicht beantworten kann, nach dem Warum und nach was ist der Sinn meiner Tätigkeit, der wird am Arbeitsmarkt ganz schlechte Chancen haben. Ich habe euch heute was mitgebracht. Jetzt war eigentlich der Zeitpunkt, wo wir einen Blog braucht hätten. Für mich heißt das Handwerksrad. Wer einen Blog in der Hand hat oder Servietten nehmen will und cool in der Hand hat, kann gerne mit da, ich lade euch ein. Der erste Schritt war, wir brauchen jetzt bitte einen Kreis, ähnlich wie da. Den Kreis tun wir vierteln und die Vierteln tun wir dann dritteln. Somit sollte jeder am Ende 12 Kreissegmente haben, während nur jeder nachzählt, ob es jetzt 12 sind. Immer wenn ich diesen Kreis herzeige und diese Viertel und Drittel herzeige mit den 12 Teilen, muss ich eine kurze Geschichte schnell erzählen. Vielleicht kennt das Video wer. Der Freund sagt zu seiner Freundin: Du, wir bestellen eine Pizza, hast du auch einen Hunger? Und sie sagt: Ja, passt, bestimmen wir bitte eine mit. Er sagt: Ja, wie soll er das schneiden? Soll er das achteln oder 12 Stickel schneiden? Und sie sagt dann: Nein, bitte den mit die 8, weil ich habe nicht so viel Hunger. Aber sie war wirklich fest, das muss man schon sagen. Ja, jedenfalls, wer mit da mag, wir haben das Rad da, 12 Segmente. Was machen wir jetzt? Wir gehen diese 12 Segmente durch und ich darf euch bitten, bewertet euch und euer Unternehmen auf einer Skala von 1 bis 10 von innen nach außen. Also 1 ist innen, 10 ist außen. Das heißt, wenn euch einer fragt, wie geht es euch, und ihr sagt, muss ja zum Sterben zu viel, zum Leben zwängen, dann ist wahrscheinlich 1, dann seid ihr irgendwo in der Mitte. Wenn ihr in der Früh aus dem Bett springt, wie ihr durch ein Zellmandel und die ganze Welt niederreißen wollt, dann seid ihr vielleicht irgendwo bei 8 oder 10. Ja, und bitte selber machen, ehrlich machen, nicht anschauen. Seid alle herzlich eingeladen. Der erste Punkt, beziehungsweise das erste Viertel, wir fangen da oben in den blauen Feldern. Es sind immer drei Bereiche, die zusammenkehren. Die ersten drei Bereiche stehen für mich unter der Überschrift Mindset und Positionierung. Das Thema eben aus meiner Sicht für Handwerksunternehmen ein wichtiges und der erste Punkt beschäftigt sich mit Werte. Also, könnt ihr beantworten, was sind so eure Werte? Was sind die Werte eures Unternehmens? Welche unternehmerischen Ziele verfolgt ihr? Was habt ihr für Vision? Das ist aus meiner Sicht die Basis, die Identität des Unternehmens. Wie kann man die beantworten? Weil eins ist klar, ihr als Unternehmer, und ich glaube, es sind die meisten selber Unternehmer, die heute da sind, ihr seid das Gesicht von euch im Unternehmen. Das heißt, eure Werte sind auch gleichzeitig die Werte vom Unternehmen. Und da kommt es darauf an, was spüre ich denn nach außen wieder? Ja, also wie klar habt ihr das für euch beantwortet? Wer mit da mag, auf der Skala von 1 bis 10, einfach bitte selber ausfüllen. Der zweite Punkt, geht es um das Thema Effizienz. Wie effizient sind wir als Führungskräfte? Sind wir der Typ, der sagt, ich muss
in der Woche 100 Stunden oder mehr arbeiten. Ich löse meine Themen durch Zeiteinsatz und es wird schon irgendwie gut gehen. Ich gebe nichts ab, ich bin der Feuerwehrmann des Alltags. Oder haben wir smarte Lösungen zur Verfügung und haben wir uns ein Unternehmen aufgebaut, mit dem wir ordentlich arbeiten können. Ich bin ein Freund vom Pareto-Prinzip. Ihr kennt es wahrscheinlich, 80-20. 80% meiner Ergebnisse erreiche mit 20% Aufwand. Für die restlichen 20% brauche ich 80% Aufwand. Ich glaube, jeder, der im Projektgeschäft tätig ist, kennt das sehr, sehr gut. Am Anfang sieht man mal relativ viel, da geht was weiter. Je weiter das irgendwo in der Fertigstellung geht, umso aufwendiger werden die Themen und umso weniger Fortschritt sieht man. Und ich gehe dann in dem Punkt Effizienz gern her und mache das Pareto-Prinzip bei sich selber, also Pareto hoch 2. Was dann rauskommt, ist eine Formel, die heißt, wir erreichen 64% unserer Ergebnisse mit 4% Aufwand. Und das klingt ja, glaube ich, ganz spannend. Dann liegt es jetzt aber auch an uns zum Klären, was sind diese 4%? 4% können einmal sicher nicht sein als Führungskraft, einen Tonerwechsel beim Drucker oder Social Media Content posten auf Facebook. Das sind vielleicht viel mehr Themen wie Strategieentwicklung oder Vertriebstätigkeiten oder Standardisierung. Also was sind am Ende vom Tag die Tätigkeiten, die entscheidend sind, dass das Unternehmen Erfolg hat und dass das Unternehmen im besten Fall auch ohne mich als Führungskraft rennt. Da wieder mehr Bitte, bewertet euch selber und euer Unternehmen auf der Skala von 1 bis 10. Der dritte Punkt beschäftigt sich mit dem Thema Positionierung. Auch das finde ich einen wichtigen Punkt, dass man mal weiß, wo bin ich denn überhaupt gut? Habe ich meine Projektergebnisse, meine Auftragsergebnisse mal analysiert? Welche Gemeinsamkeiten gibt es denn da? Ist das so, welche Kundengruppen betreue? Oder mache ich einfach alles? Bin ich so der Bauchladenunternehmer, der sagt, egal was der Kunde anfragt, egal wo er herkommt, egal was er will, ich werde schon irgendeine Lösung finden und mache. Aus meiner Sicht kann man nicht überall der Spezialist sein. Also welche Gemeinsamkeiten gibt es bei meinen Aufträgen, die gut rennen? Welche Gemeinsamkeiten gibt es bei meinen Aufträgen, die schlecht rennen? Ist es vielleicht so, ist es ein Kundenklientel, das die Gemeinsamkeit ist? Betreue ich private Kunden, betreue ich gewerbliche Kunden oder habe ich bessere Ergebnisse bei öffentlichen Auftraggebern, bei Generalunternehmern? Es macht auf jeden Fall einen Unterschied, arbeite ich für einen Generalunternehmer oder arbeite ich vielleicht für einen privaten Bauherrn mit einer Villa am Attersee? Oder sind es andere Faktoren? Ist es vielleicht auf Produktebene? Kann es sein, dass ich bei manchen Produkten besser bin, bei manchen Produkten schlechter? Ist es ein regionaler oder ein geografischer Aspekt? Also für was stehe ich, wo sind wir die Experten und wo sind wir die Spezialisten? Wo verdienen wir gutes Geld und eben wo nicht? Diese Gemeinsamkeiten sollte man herausfinden und das meine ich mit dem Thema Positionierung. Wissen wir, wo wir gut sind und wissen wir, wo wir nicht gut sind. Da wieder bitte für euch zum Bewerten, wie klar ihr das für euch beantwortet habt. Dann kommen wir zu den nächsten drei Punkten. Die nächsten drei Punkte sind mit der Überschrift Team versehen. Und das ist ja aktuell ein ganz, ganz brennender Punkt. Es ist eh schon angesprochen worden, Fachkräftemangel, jeder sucht Leute. Wenn man heute mit Unternehmen redet, oder zumindest die letzten Wochen, dann sagt jeder dasselbe, ich brauche Leute und ich brauche Material. Das mit Material hat sich, glaube ich, wieder ein bisschen einpendelt in den meisten Fällen. Das mit den Leuten scheinbar nicht. Der erste Punkt beim Bereich Team beschäftigt sich mit dem Thema Unternehmenskultur. Das heißt, wie zufrieden bin ich als Führungskraft mit meinem Unternehmen und was wünsche ich mir da? Ich frage einmal in die Runde, wie zufrieden seid ihr gerade? Wer ist mit der aktuellen Situation, was Mitarbeiter betrifft, nicht zufrieden? Vielleicht ein kurzes nicht zufrieden. Okay, das hätte ich jetzt eher anders erwartet. Aber im Bereich Unternehmenskultur möchte ich euch einen Grundsatz einfach mitgeben. Ich habe zuerst schon gesagt, als Unternehmer hat man eine Vorbildfunktion und man spürt das eins zu eins wieder, was man selber von sich gibt. Der Grundsatz ist, you go first. Will ich mehr Wertschätzung im Unternehmen, muss ich selber mehr Wertschätzung geben. Will ich mehr Fokussierung, brauche ich selber mehr Fokus. Will ich mehr Einsatz, haue ich mir selber mehr ins Zeug. Also wieder mal bitte, wenn ihr es ausfüllen wollt, wie zufrieden seid ihr mit der Kultur in eurem Unternehmen?
Wir kommen zum nächsten Punkt und wahrscheinlich momentan einer der spannendsten, die es überhaupt gibt als Unternehmen, neben der Energiekrise, das Thema Mitarbeitergewinnung. Wahrscheinlich sucht so gut wie jeder Mitarbeiter und oft höre ich Aussagen wie, wir finden sowieso niemand, wir haben schon alles probiert, wir wissen auch nicht mehr, was wir tun sollen. Was man nicht wegstreiten kann, ist aus meiner Sicht, und nicht nur aus meiner Sicht, glaube ich, wenn man sich diese Bevölkerungspyramiden aktuell anschaut, dass, wenn man bei den 55-Jährigen schaut, wir haben jetzt, wir stehen am Beginn einer Pensionierungswelle oder sind einfach sogar schon mittendrin. Und wenn man sich parallel dazu anschaut, was man bei den 10- und 15-Jährigen für einen Abstand haben zu den 55-Jährigen, dann haben wir da über kurz oder lang ein Problem. Das heißt, es gehen einfach viel mehr Leute in Pension, als über was hinten nachkommen. Und das wird die Lage zunehmend verschärfen. Nur das Problem, meine, die Leute sind jetzt schon 10 und 15 Jahre alt. Das wissen wir nicht erst seit gestern. Also wir müssen dieses Thema lösen, entweder gesamtheitlich oder jeder Betrieb für sich. Dass es aber sehr wohl möglich ist, Mitarbeiter in der heutigen Zeit zu finden, sehen wir auch jeden Tag. Und da dazu möchte ich euch die Folie zeigen. Wir clustern die Mitarbeiter in die Unternehmen in drei Kategorien. Die ersten 20%, die sind Leute, die vielleicht gerade am Arbeitsmarkt sind, die beim AMS gemeldet sind, langzeitarbeitslos, unterqualifiziert, einfach für die Betriebe halt nicht interessant. Weil wenn jetzt einer arbeitslos ist seit Monaten, dann hat das wahrscheinlich einen Grund. Und im Normalfall ist der Grund die Person selber. Die zweiten 20% sind der Pool an Leuten, die aktuell bei einem Unternehmen komplett zufrieden sind. Denen passt dort alles und da kann ich machen, was ich will, die kann ich sowieso nicht abwerben. Denen kann ich zahlen, was ich will, spätestens wenn der in seinem Unternehmen sagt, du, ich möchte gern kündigen, wird er wahrscheinlich umfallen und dort bleiben. Und dann gibt es noch einen dritten Bereich und der ist für die Unternehmen sehr wohl spannend. Das ist der Bereich der unzufriedenen Arbeitnehmer. Und der ist mit 60% relativ hoch. Und die 60% sind in Zahlen über 2 Millionen Leute in Österreich. Nur was muss ich tun, damit ich die 60% erreiche? Die lesen heutzutage keine Zeitung mehr. Oder zumindest ganz, ganz selten. Und es macht auch keinen Sinn, irgendwo auf Jobportale zu gehen oder sonst was. Diese 60% sind die sogenannten passiven Kandidaten und da sind zwei Faktoren einfach ganz, ganz wichtig, dass ich die im richtigen Moment erreiche. Jetzt habe ich es eh schon gesagt, zum richtigen Zeitpunkt muss ich am richtigen Ort sein und ich muss denen einen Mehrwert bieten im Gegensatz zu einer jetzigen Situation. Was wir sehen, ist, dass aktuell im Bereich Mitarbeitergewinnung zwei Sachen funktionieren. Die erste Sache ist die gute alte Mundpropaganda. Wirtshausstammtisch, leider gibt es aber weniger, oder einfach dort, wo Leute jetzt zum Glück wieder zusammenkommen, wenn positiv über Unternehmen geredet wird, dann wird das auch positiv aufgenommen, wenn Stellen gesucht werden und es wird, die Leute reden untereinander, Mundpropaganda funktioniert, bin ich halt ein bisschen eingeschränkt. Das Zweite, was funktioniert, ist Mitarbeiterakquise in sozialen Medien. Warum funktioniert das? Ich habe zuerst gesagt, wir müssen schauen, dass wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Und über Mitarbeiterakquise in sozialen Medien können wir die Leute dort erreichen, wo sie gerade sind. In einer Freizeit, im besten Fall, am Handy, ja, auf Facebook, auf Instagram oder sonst irgendwas, wo halt gerade die Zielgruppen unterwegs ist. Das ist das, was jetzt gerade funktioniert. Alles andere, meine Bitte auch in die Runde, alles andere ist quasi Geldverbrenner momentan. Was ist wichtig, dass das funktioniert? Wichtig ist, dass so eine Mitarbeitergewinnungskampagne in sozialen Medien funktioniert. Wir wollen Gesichter sehen. Viele posten dann immer schöne Bilder von ihren Produkten oder von der Arbeit, die sie gerade gemacht haben. Das ist auch schön. Aber Gesichter schaffen Vertrauen. Und Unternehmergesichter sind einfach das Gesicht vom Unternehmen. Jetzt frage ich einfach einmal in die Runde, wer kennt das Gesicht und den Namen vom Gründer von Samsung? Und die Gegenfrage dazu ist, wer kennt den Namen und das Gesicht vom Gründer von Apple? Genau.
Und da sieht man einfach, da gibt es mehrere Beispiele dazu, wie wichtig es ist, dass man zu einem Unternehmen ein Gesicht hat. Das schafft Vertrauen, so schön kann ein Logo oder ein Icon von einem Unternehmen gar nicht sein. Und wenn man es dann noch ein Radl weiter tragen will, dann geht man her und lässt da seine Mitarbeiter oder andere Leute, Kunden für sie sprechen. Das ist einfach, wenn man das hört, im besten Fall Videomaterial, das schafft Vertrauen für die Leute, die sich von dem Unternehmen gerade für das Unternehmen interessieren. Der zweite Punkt ist, man muss der Tätigkeit einen Sinn geben. Wenn einer jetzt eine Stellenausschreibung auszutut und er sucht den 100. Installateur, dann ist das textlich einfach, das sticht nicht ins Auge, weil das ist genau der gleiche Installateur wie alle 99 anderen auch. Wenn man da ein bisschen Kreativität hat in der Formulierung seiner Stellenanzeigen, dann könnte man zum Beispiel sagen, wir sind keine Installateure, sondern wir schaffen Wellness-Oasen in den Eigenheimen unserer Kunden. Das ist vielleicht ein bisschen andere Aufgabe, als wie ich war vorher Installateur, bin noch Installateur. Also die Frage nach dem Sinn verfolgt uns immer wieder. Und der dritte Punkt und wahrscheinlich sogar der wichtigste in so einem Prozess ist die Zeit. Es will ja keiner mehr warten. Die Zeiten, wo man sagt, jetzt zusammen mit dir mal Bewerbungen zusammen, die lasse ich dann eine Woche oder zwei liegen, bis alle da sind, schauen wir uns einmal an, wer sind die Interessantesten und dann fange ich an zum Abtelefonieren, die sind schon lange vorbei, weil bis dass ich die angerufen habe, sind die schon lange woanders untergekommen. Es will keiner mehr warten, am besten werden sie am selben Tag angerufen oder spätestens am nächsten. Und man muss einfach schauen, wenn man neue Mitarbeiter will, dass man wirklich den Zeitfaktor so gering wie möglich hält. Wenn der Mitarbeiter nach uns oder auf uns aufmerksam wird und wenn er auch nach uns sucht, dann ist auch wichtig, was finden die da. Also wir brauchen eine gewisse Basispräsenz im Internet. Weil was tun wir alle, wenn uns irgendwas interessiert? Wieder das Gleiche wie vorher, Handy raus oder wir sitzen gerade am Rechner. Wir schauen auf Google, wir schauen auf Facebook, wir schauen, was weiß ich, irgendwo und suchen nach dem Unternehmen. Und dann ist halt auch ein entscheidender Punkt, was finde ich denn da? Oder finde ich überhaupt was? Und wichtig ist dann auch, dass das, was man dort findet, auch der Wahrheit entspricht. Mitarbeitergewinnung ist mittlerweile zu einem kontinuierlichen Prozess geworden. Weil wenn ich nur Leute suche, wenn ich gerade irgendwas habe, dann wird es schwierig, einfach da aktiv wen zu finden. Darum gehen wir davon aus, es ist immer irgendwas, es passiert immer irgendwas unter dem Jahr und als wichtiger Grundsatz, gute Mitarbeiter werden immer eingestellt. Ich mache jetzt nur einen kurzen Schwenk zum Thema Kategorien von Mitarbeitern in Unternehmen. Ich weiß nicht, ob wer da ist, der seine Mitarbeiter regelmäßig für sich selber natürlich bewertet und einmal schaut, wie entwickeln sie denn so? Was habe ich für ihre Leute? Wie war der vor einem Jahr oder wie vor zwei Jahren? Damit ich sehe, wie entwickelt sich der oder die, muss ich einfach regelmäßig hergehen und schauen, okay, wo ordnet die denn ein? Und da möchte ich euch kurz was aufzeichnen. Wir haben da auf der vertikalen Achse das Thema Werte, Zugehörigkeit zum Unternehmen. Das heißt, wie sehr fühlt sich der Mitarbeiter mit dem Unternehmen verbunden? Und auf der horizontalen Achse schreibe ich mir hier Wissen. Das heißt, das ist seine fachliche Kompetenz. Was hat der für Erfahrung? Was kann der? Wie gut ist der in dem, was er tut? Und wenn ich da jetzt vier Kategorien drüber lege, dann fange ich jetzt damit an mit dem Mitarbeiter A. Der Mitarbeiter A, die gibt es zum Glück in alle Unternehmen, machen in der Regel ungefähr so 15% von den Mitarbeitern aus. Das ist der, wie man da eh schon sieht, der identifiziert sich voll mit dem Unternehmen und ist auch fachlich gut. Das ist eigentlich der, den wir uns alle wünschen. Aber wie gesagt, im Schlitt leider nicht der 15%. Dann gibt es einen Mitarbeiter B, das ist eigentlich so der klassische A dabei. Ich schreibe mal da herum her. Da gibt es nämlich zwei Typen davon. Der Mitarbeiter B ist die größte Gruppe in den Unternehmen, der hat ungefähr 70% Menge. Das ist der Typ, der identifiziert sich voll mit dem Unternehmen. Ist ein lieber Kerl, jeder Morgen. Aber er bringt seine Leistung nicht auf die Strecken. Er hat keine Performance. Da kann man sich dann vielleicht einmal als Unternehmer fragen, was kann ich machen, damit ich den
Richtung A bringen? Wie kann ich den unterstützen? Was sind die richtigen Maßnahmen, damit ich aus dem was machen kann? Weil ein lieber Kerl ist er ja und er ist ja gerne im Unternehmen. Dann gibt es nur den zweiten Typ B. Der ist das Gegenstück zu dem. Der klassische Spezialist hat ein super Fachwissen. Dem braucht keiner was erzählen, was er da so den ganzen Tag. Nur ist halt der totale Eigenbrötler. Ist nirgends dabei, bei keiner Weihnachtsfeier, bei keiner Firmenfeier, bei keinem Ausflug. Will mit keinem was zum Tun haben, identifiziert sich nicht mit dem Unternehmen. Macht seine Arbeit, weiß genau, was er zum Tun hat. Weiß aber auch genau, was er nicht zum Tun hat. Das heißt, bei seiner Schreibtischkante ist Schluss. Und das ist zum Beispiel so ein Typ, wenn ich sage, Mitarbeitergewinnung ist ein kontinuierlicher Prozess und ich finde einen guten Mitarbeiter, dann kann ich den eventuell auf Kosten von so einem zum Beispiel einstellen. Ja, und dann gibt es noch den Mitarbeiter C. Der faule Apfel im Obstkorb. 15% macht der auch ungefähr aus. Sie gibt es in alle Unternehmen trotzdem auch. Hat wenig Wissen, identifiziert sich mit dem Unternehmen selber gar nicht und ist ein ständiger Unruheherd. Also wenn ihr solche Leute im Unternehmen habt, dann bitte klärt für euch schnell, was tue ich mit dem oder was tue ich mit denen und wie lange ziehe ich den wirklich mit. Ja, also der Part Mitarbeitergewinnung war jetzt ein bisschen umfangreicher, weil das Thema einfach so aktuell ist. Zurück zu unserem Handwerksrat würde ich euch bitten, reflektiert einmal den Mitarbeitergewinnungsprozess in eurem Unternehmen, bewertet ihn wieder von 1 bis 10 und tragt das in eurem Radl ein. Der letzte Punkt im Bereich Team geht es um das Thema Employer Branding, Arbeitgebermarke. Aus dem, das Thema ist extrem, oder dieser Begriff ist relativ mächtig und ist extrem groß. Ich habe einfach zwei Themen mitgenommen draußen und weil es auch aktuell immer wieder diskutiert und besprochen werden, das ist das Thema Onboarding und das Thema Offboarding. Das heißt, Onboarding, ich stelle wen ein, der unterschreibt seinen Dienstvertrag. Was passiert denn zwischen Unterschrift und erstem Arbeitstag? Oder passiert überhaupt was? Hoffen wir dann, dass der kommt? Und was passiert an seinem ersten Arbeitstag? Ist er vorbereitet oder hat der das Gefühl, wenn er kommt, boah, das ist jetzt das totale Chaos, eigentlich hat keiner mit mir gerechnet und ich bin jetzt da das komplette fünfte Rad am Wagen. Da wird sicher wichtig sein in Zukunft, wie gehen wir mit standardisierten Einstellungsprozessen oder mit standardisierten ersten Arbeitstagen und Wochen um. Weil eins ist auch klar, je kürzer, dass wir die Einarbeitungszeit halten können und je schneller, dass wir schaffen, dass Leute im Tagesgeschäft produktiv mitarbeiten können, umso schneller bringt er was und hält keinen anderen auf, weil er bei dem die ganze Zeit dabei sitzt. Ähnliches Thema beim Thema Offboarding. Wie geht er damit um, wenn ein Mitarbeiter aus dem Unternehmen ausscheidet? Man sieht es im Leben immer zweimal mindestens. Und von dem her kann ich mit dem auseinandergehen, können wir uns nur in die Augen schauen, lasst mir vielleicht sogar ein cooles Feedback da auf irgendeinem Unternehmer, auf einem Arbeitgeberbewertungsportal. Oder ist es eher so, dass die Fetzen fliegen, dass es zum Streiten ist, dass man sich gegenseitig nicht mehr sehen will, dann ist man vielleicht eher bei eins. Also da auch wieder, wie ist das Thema Arbeitgebermarke, Arbeitgeberattraktivität bei euch im Unternehmen? Das könnt ihr in eurem Radl bitte wieder eintragen. Wir kommen zum nächsten Part. Der nächste Part geht um die Themen Prozesse und Systeme. Und wir werden nachher, glaube ich, auch noch ein bisschen was dazu hören. Aus meiner Sicht gibt es drei ganz starke Trends, die wir in den nächsten Monaten oder vielleicht auch schon gegenwärtig zu spüren kriegen. Das ist einmal das Thema 5G, das ist einmal das Thema künstliche Intelligenz und das ist das Thema in den Unternehmen Automatisierungen von einfachen Geschäftsprozessen. In unserem Bereich digitale Prozesse. Wenn ich mir das jetzt anschaue, was da vor uns steht oder was uns einfach da auch schon teilweise trifft, stelle ich mir die Frage, jeder, der was jetzt noch sagt, Digitalisierung geht einem nichts an oder er versteckt sich davor, der wird es wahrscheinlich in den nächsten Monaten und Jahren extrem schwer haben. Das heißt, was kann man da? Digitale Prozesse kann man zum Beispiel standardisieren. In einem vierstufigen Verfahren, das heißt, wenn es Themen gibt, und die gibt es, glaube ich, in jedem Unternehmen, die ich mindestens zweimal erklären muss, oder dreimal, viermal, fünfmal,
dann sitze ich mich doch hin und standardisiere den Prozess. Erster Schritt, ich muss mir den Prozess einmal anschauen und ich muss ihn systematisieren, damit der Prozess einmal passt. Zweiter Schritt, ich muss ihn dokumentieren, verschriftlichen, ich muss Klarheit schaffen. Der das machen soll, braucht maximale Klarheit. Und oft reicht auch, dass man ihm sagt, was er nicht machen soll. Wenn ich die zwei Sachen gemacht habe, kann ich im dritten Punkt die Arbeiten delegieren und im vierten Punkt die Arbeiten über Kennzahlen laufend kontrollieren. Das heißt, Prozesse, digitale Prozesse geben uns einfach die Möglichkeit, Standards zu schaffen und einen runderen Ablauf im Unternehmen zu machen. Da wieder meine Bitte, wenn ihr euch auf euch heranschaut, wie seid ihr bei den digitalen Prozessen aufgestellt, wie standardisiert sind die Prozesse, wie durchläufig und wie durchgängig. Wir kommen zum nächsten Punkt. Kennzahlen. Nein, ganz kurz anders noch. Entschuldigung, ich sage noch schnell was zum Thema digitale Prozesse. Wenn ihr euch erinnern könnt, wir haben zuerst die Bevölkerungspyramiden gesehen. Wir haben gesehen, es werden jetzt in den nächsten Jahren massenhaft Leute in Pension gehen. Leute, die ein jahrzehntelanges Know-how aufgebaut haben, die extrem viel Wissen haben. Und ich finde, wir sollten die nicht einfach so in Pension gelassen. Was ist mit dem Wissen? Die nehmen das einfach mit. Lernplattformen sind heute keine Hexerei mehr. Ich glaube, jeder Betrieb, der solche Leute hat, die so ein jahrzehntelanges Know-how aufgebaut haben, ist gut beraten, wenn er jetzt hergeht und die Leute aussaugt wie ein Vampir. Dass das Wissen im Unternehmen bleibt und dass wir auch noch darauf zugreifen können, wenn die schon in einer wohlverdienten Pension sind. Das beste Beispiel dazu, wie man standardisierte Prozesse macht, sind aus meiner Sicht immer Fastfood-Ketten. Jetzt kann ich mal sagen, der Fraß schmeckt ja in ganz Österreich gleich und das hat ja auch einen Grund, weil die einfach hergängen und wirklich jeden Handgriff penibelst genau durchleuchten, dokumentieren. Die haben extrem kurze Einlernphasen, die Leute sind sofort im Tagesgeschäft produktiv. Es schmeckt überall gleich, gut oder schlecht. Und sie haben minimale Abhängigkeit von Personen. So, wir kommen zum nächsten Punkt, der Kennzahlen. Kennzahlen im Unternehmen, extrem wichtiges Thema aus meiner Sicht, das man irrsinnig aufblasen kann, das man aber vielleicht auch in einem Rahmen halten kann, dass man sagt, man hat seine relevanten Kennzahlen im Blick, man definiert die und es kommt ein bisschen darauf an, was habe ich für einen Tätigkeitsbereich. Wenn ich ein Produktionsbetrieb bin, dann werde ich wahrscheinlich irgendwelche produktionsrelevanten Kennzahlen mitnehmen müssen. Was wir aber unbedingt auf jeden Fall brauchen, sind aus meiner Sicht Vertriebskennzahlen. Dort sehen wir sofort, was passiert die nächsten Monate. Geht die Nachfrage zurück? Geht meine Trefferquoten zurück oder steigt es? Ich kann sofort mit diesen Kennzahlen in beide Richtungen agieren und aktiv werden. Ihr kennt wahrscheinlich den Ausspruch, if you can measure it, you can manage it. Also wie will ich auf was richtig reagieren, wenn ich keine Zahlen habe, keine vernünftige Basis, auf der ich meine Entscheidungen treffen kann. Und das Bauchgefühl ist in dem Fall auch nicht immer der beste Ratgeber. Kennzahlen können sein Reklamationsquoten, können sein Abwesenheitszeiten von Mitarbeitern. Auch so lassen sich Sachen messen, wie ist meine Stimmung im Unternehmen. Also das sind unterschiedlichste Kennzahlen. Ich glaube, man muss für sich die richtigen finden, nicht übertreiben. Wieder meine Bitte, wie schaut das Kennzahlensystem bei euch aus und bewertet das bitte wieder in euch am Radl. Der nächste Punkt heißt bei mir smarte Prozesse. Was meine ich damit? Wir sind alle aus unserem Privaten gewohnt, wir haben auf unserem Smartphone die aktuellsten Apps, kriegen wöchentlich Updates und sind da meistens sehr verwöhnt, benutzerfreundliche Anwendungen zu haben. Es kann durchaus ein Gefühl leid, wenn ich jetzt in ein Unternehmen komme und ich finde dort genau das Gegenteil. Ich bin das eine aus meinem Privaten gewohnt und komme da hin und finde veraltete Systeme. Oft haben ERP-Systeme einfach so ein Problem, dass die der Entwicklung extrem nachhinken. Das heißt, die sind benutzerunfreundlich, komplett informationsüberladen und ich brauche ein eigenes 1000 Seiten Handbuch, damit ich überhaupt damit umgehen kann. Also wie will ich handeln? Und das ist einfach gemeint mit smarten Systemen. Wir brauchen auch in den Betrieben intuitive, benutzerfreundliche Werkzeuge zum Arbeiten.
wieder bitte auf eurer Skala die Punkte oder eure Punkte bewerten. Wir kommen zum letzten Viertel auf meinem Radl. Die Überschrift heißt Sichtbarkeit. Ich bin davon überzeugt, unsere Handwerksunternehmen machen alle super Dinge für die Mitarbeiter, für die Kunden. Dann dürfen wir es aber auch herzahlen. Und das Thema Sichtbarkeit ist aus meiner Sicht einmal die Basis. Wir brauchen ordentliche Webseiten. Das ist die digitale Visitenkarte von unserem Unternehmen. Und aber nicht nur auf Kundenseiten. Ich habe erst vor ein paar Tagen mit einer Unternehmerin telefoniert, die sagt, Herr Zauner, wir haben so viele Kundenanfragen, wir brauchen keine Webseiten. Die hat das Glück gehabt, sie hat relativ viele Stammkunden gehabt aus dem gewerblichen Bereich. Der Grund, warum wir telefoniert haben, sie sucht neue Mitarbeiter. Und dann passiert genau das, was wir vorher bei der Mitarbeiterakquise gesagt haben. Die Leute suchen danach und finden aber nicht. Dann sage ich, Frau Huber, Ihre Kunden sind Ihre neuen Mitarbeiter. Und wenn du da nichts findest, dann interessiert dich das die Unternehmen auch nicht. Dann existiert das quasi für die nicht. Also, meine Bitte wieder, wie steht es um euch an Webauftritt, eurer Präsenz? Was findet man, wenn man nach euch am Unternehmen oder euch als Person im Internet sucht? Auf Google, auf Facebook, auf welcher Plattform auch immer. Das sind die ersten Wege, die wir machen. Vorletzter Punkt ist das Thema Marketing. Marketing hat einfach sehr viel mit Zielgruppen zu tun. Natürlich passiert jetzt gerade viel online, aber in erster Linie kommt es einmal darauf an, wen will ich erreichen und was will ich bezwecken. Ich kann auf verschiedenste Online-Plattformen extrem gute, zielgerichtete Marketing-Kampagnen machen. Aber vielleicht macht es auch in anderen Bereichen Sinn, bewusst auf Offline-Werbung umzusteigen. Es gibt sicher da in dem Raum die einen oder anderen, die arbeiten für Architekten. Spricht ja auch nichts dagegen. Es gibt Plattformen in Österreich, da kann man sich Adressen kaufen. Kaufe ich mir alle Adressen von den ganzen Architekturbüros in Österreich oder von Ausgebäude und schicke denen einen physischen Unternehmensreport. Das kann ich ja zweimal im Jahr machen. Ich glaube, fast in jedem Büro oder in jedem Unternehmen gibt es irgendwo einen Platz, wo so Zeitschriften umeinander liegen, in einer Teeküche, in einem Aufenthaltsraum. Und dann passiert aber trotzdem auch wieder eins, wenn das Leute lesen, wenn das Leute cool finden, die gehen auf einen Arbeitsplatz, zücken das Handy raus und wir sind wieder beim vorigen Punkt, wir brauchen eine Online-Präsenz. Also Marketingmaßnahmen haben einfach immer damit zum Tor, wen wir erreichen und was wir damit bezwecken. Bitte bewertet eure Marketing, euren Marketingstatus auf eurem Handwerksradl. Ja, und der letzte Punkt, das Thema Social Media. Ist eigentlich aus unserem Leben nicht mehr weg zum Denken, ist unser neuer Wirtshausstammtisch. Ich kann mich noch gut erinnern, ich glaube, es war irgendwo 2007 oder 2008, und vielleicht kennst du auch oder andere, damals hat es eine deutsche Plattform gegeben, die hat StudiVZ geheißen. Es war so ein Studentenverzeichnis. Und man hat dann immer Hochschule auswählen müssen, damit man sich anmelden können hat. Auf einmal waren alle meine Freunde Studenten, ich habe das gar nicht gewusst vorher. Hauptschule Schwerflinger Wattersee hat man nicht auswählen können. Und da hat man sich halt einfach einmal getroffen. Die Plattform, habe ich gelesen, ist übrigens heuer dann gelöscht worden und eingestellt worden, weil sie einfach keine Nachfrage mehr gehabt haben. Nach ein paar Monaten kommt ein Freund zu mir und sagt, hey, schau dir an, Facebook ist viel cooler, das ist internationaler. Ja, passt, zack, sind wir auf Facebook gegangen. Und dann ist was passiert, das sehen wir jetzt regelmäßig. Wir sind eine Zeit lang auf Facebook gewesen und auf einmal sind die Nutzer öder geworden oder es sind ödere Nutzer dazugekommen und die Jungen haben sich auf einmal einen Ausweg gesucht. Die Jungen sind weitergewandert damals dann zu Instagram. Jetzt passiert aber gerade das Gleiche wieder. Jetzt kommen die Alten, zu ihm ja dazu, zu Instagram. Und die Jungen suchen sich wieder einen Ausweg. Die Jungen gingen jetzt ganz stark in Richtung TikTok. Während die meisten schon gehört haben, wahrscheinlich kann man es auch schon gar nicht mehr hören. Aber persönlich bin ich der Meinung, jeder, der sich mit Lehrlingsakquise beschäftigt, die nächsten Wochen, die nächsten Monate und die nächsten Jahre, wird an dem Thema TikTok nicht vorbeikommen. Ganz einfach, weil dort eure Zielgruppen ist. Und mit dem werden wir uns auseinandersetzen müssen, wo sind die Leute präsent, wo er reich ist und wie er reich ist. Und damit ich meine Social-Media-Kanäle bespüle, brauche ich auch eine gewisse Regelmäßigkeit. Ich weiß, das ist ein Aufwand. Speziell TikTok habe ich mir angeschaut, du musst da die ganze Zeit Videos posten. Das ist ein Aufwand, für das brauche ich Kapazitäten.
aber tue ich es nicht, bin ich nicht da. Und Regelmäßigkeit, man zweimal im Jahr ist auch regelmäßig. Wenn ich meinen Betriebsurlaub im Sommer und meinen Weihnachtsurlaub ein Büdel einstelle, ist auch regelmäßig. Aber eine gewisse Regelmäßigkeit sollte halt sein, einmal in der Woche mindestens, dass ich präsent bin und in meiner Zielgruppe präsent bin. Das heißt, abschließend einfach bitte, wie sind eure Social Media Aktivitäten, wie ist euer Auftritt auf Social Media, als vielleicht als Führungskraft, als Marken, als Unternehmen. Ja, wenn ihr jetzt, wer mitgemacht hat, euch ein Rahl anschaut, was seht ihr da? Haben wir irgendwen dabei, der was über einen Zehner hat? Glaube ich nicht. Irgendwen dabei, der was über einen Einser hat? Habe ich auch noch nie gehabt. Bei den meisten gehe ich mal davon aus, wird es relativ holprig sein, wenn wir so als Radl fahren, einspannen und rund um den Attersee fahren. Holprig und anstrengend. So schön kann der Attersee gar nicht sein, dass es trotzdem einen Spaß macht. Radl haben die Eigenheit, je runder das sind, umso besser rennen sie. Und je größer das sind, umso mehr Weg lege ich pro Strecken, pro Umdrehung zurück. Und wir haben auch, was dazu kommt, Abhängigkeiten. Es bringt mir ja nichts, wenn ich zum Beispiel im Bereich Sichtbarkeit richtig, richtig gut bin und aber im Bereich Mitarbeiter oder Effizienz ganz grottenschlecht bin. Also es braucht eine gewisse Homogenität im Unternehmen auf allen Ebenen, damit es im Alltag rund läuft. Und da möchte ich euch eine Sache auch noch mitgeben. Es ist oft leichter, von einem Vierer in der Bewertung zu einem Achter zu kommen, als von einem Achter zu einem Neuner. Also diese Homogenität, die müssen wir sicherstellen. Und was ich immer wieder sehe, ist, dass man in dem Bereich oder in dem Bereich Themen und Energiefresser viel zu lange mitschleppen. Das heißt, wenn ihr halt zwei Sachen von mir mitnehmt, dann bitte kümmert euch um Energiefresser, kümmert euch um Themen, wo ihr da ein Baustell habt oder wo ihr da sagt, da möchte ich weiterkommen, damit mein Alltag besser rennt. Und der zweite Sache ist, schauen wir eben, dass dieses Unternehmerrad homogener wird, dass die Bereiche untereinander besser ausgeglichen sind, dass der Ablauf im Alltag einfach runder wird. Ja, somit sage ich danke fürs Zuhören. Mir ist es wichtig, dass das Handwerk weiter Bestand hat, dass es uns nicht so geht wie die Dinosaurier, dass wir nicht vom Aussterben bedroht sind, sondern dass wir die unternehmerischen Erbstücke von unseren Eltern und von unseren Großeltern auch sicher und gesund an die nächsten Generationen übergeben können. Dafür darf ich euch bitten und wünsche euch nur einen wunderschönen Abend heute. Danke.